Meine Damen und Herren, ich komme zu meinen letzten Feststellungen, fünfter und sechster Punkt. Und warum soll ich aus meinem Herzen eine Mördergrube machen? Ich will Ihnen sagen, dass es mir leid tut, dass mein Vortrag zu Ende geht. Weil ich werde diesen Moment nie vergessen, wo ich vor Ihnen hier sprechen durfte, im Freien, in diesem wunderschönen Land Kärnten, vor dieser wunderbaren Kulisse. Und zu diesem Land möchte ich Ihnen jetzt eben etwas sagen. Gott hat Sie begnadet. Eine solche Landschaft, ihr eigen zu nennen. Eine Landschaft, die erfreut, die zur Besinnung, zur Kontemplation, zur Findung der eigenen Person einladet, die natürlich auch dazu einladet, aus dem Fremdenverkehr eine große Industrie zu machen. Und bei dieser Gelegenheit bitte möchte ich Ihnen eben sagen, gehen Sie nicht ins Maßlose. Bleiben Sie besonnen. Vernichten Sie nicht den wunderbaren Boden, den Sie eigen nennen. Vor kurzem habe ich im Stubaital gesprochen und habe dort in einem Ort, sehr bekannten Ort, kein Haus gefunden, auf dem nicht Pension oder Frühstückspension oder sonst etwas gestanden ist, was eigentlich zur Industrialisierung führt. Aber die Erde rächt sich. Wir können sie nicht industrialisieren einseitig. Wir können nicht nur die Ökonomie, sondern wir müssen auch die Ökologie berücksichtigen. Und das ist eben meine ganz große Bitte an Sie, dass Sie hier dieser Verantwortung, die Sie diesem Lande gegenüber haben, dass Sie sich dieser Verantwortung bewusst bleiben. In meiner fünften These über die österreichische Seele habe ich gesagt, dass der Österreicher dazu neigt, Selbstschädigung, Selbstzerstörung und Selbstvernichtung zu betreiben. Was wäre schlimmer, als wenn dieses Land von einer solchen Tendenz überschwemmt würde? Es mag vielleicht noch erträglich sein, dass ein gewesener Bundeskanzler sagt, nach Kärnten fahre ich nicht mehr, denn dort ist es mir zu teuer. Aber wenn hier in dieser Industrialisierung etwas drinnen steht, was eigentlich sich aufrichtet zwischen den Menschen, dann ist es eine unendliche Gefahr. Vor kurzem war eine Dame aus Salzburg bei mir. Ich werde diese Begegnung nie vergessen. Sie hat gesagt, mein Mann ist einer der ersten Baumeister hier. Ich bin Chefsekretärin. Wir gewinnen, wir leben in Zahlen. Das kriegen wir auch noch. Übrigens, dieses Wort kriegen, da ist irgendwo auch der Krieg drin. Das kann ich mir nicht helfen. Alles wollen wir an uns raffen. Noch mehr wollen wir haben. Gut. Aber, sagt sie, wissen Sie, zwischen uns ist ja nichts mehr. Wir tun nur mehr in Zahlen operieren und das Materielle frisst uns auf. Wir gehen miteinander ins Bett. Aber wir schämen uns nachher, weil wir spüren, wir haben etwas Falsches gemacht, weil da ist ja kein Gefühl drin gewesen. Und dieses Gefühl kann nicht zustande kommen, weil wir eben vollständig mit dem Materiellen beschäftigt sind. Und darum verstehen Sie mich bitte gut, meine Damen und Herren, wenn ich in dieses wunderbare Land schaue, dann halten Sie das Menschliche hoch. Halten Sie hoch
die menschliche Kommunikation, das Miteinanderreden. Ich höre, das heißt, ich weiß es, dass die Selbstmordquote in Kärnten hoch ist. Ich weiß auch, dass der Alkoholismus in Kärnten hoch ist. Beides ist ein Symptom der gestörten Kommunikation. Sigmund Freud hat einmal gesagt, der Todestrieb zerkleinert, zerteilt, isoliert und zerstört. Eros verbindet. Eros erzeugt kleine Gemeinschaften, größere Gemeinschaften und dann wird der Versuch gemacht, die Welt mit Liebe zu durchdringen. Und das ist eigentlich die große Aufgabe, die wir haben. Das ist die einzige Chance der zunehmenden Selbstzerstörung, in der diese Welt ja betroffen und befangen ist und womit sie sich ja größtenteils beschäftigt heute, um der Widerstand zu leisten und vielleicht etwas Sinnvolles, Neues für eine zukünftige Generation zu ermöglichen. Christine Lavand, ganz erblinden will ich lieber, Herr, auch nichts hören und die Sonne nimmer zu mir nehmen in den Zwielichtschimmer. Meine Lippen mögen dürr und leer wie die Hälften einer Hülse klaffen. Wehe den Fingern das Zusammenraffen aller Nöte, um sie dir zu zeigen. Keine war im Grunde je mein eigen, seit ich flüchtig diesen Leib betrat. Nur, es dauert mir schon etwas lange. Und so aufgeregt, wie eine Schlange sich zur Zeit der Häutung wohl benimmt, gehe ich ruhlos, böse und verstimmt auf und nieder in dem kleinen Raum. Das hilft mir der Fink im Birnenbaum. Sinnlos reift der Sonne Morgenrose. Wenn ich jetzt Gebete zu dir stoße, ist es bloß der Seele Ungeduld, die den Leib als Irrtum oder Schuld schon so lange mit sich schleppen musste. War es nicht, dass ich einen Ausweg wusste? Gestern noch und fast bis Mitternacht. Meine Freiheit schien mir schon vertraut. Doch des Vogels schwacher Morgenlaut hat mich wieder in die Haft gebracht.